Im öffentlichen Dienst verdient man sowieso nichts. Solche Aussagen hört man zumindest immer wieder. Doch wie sieht da eigentlich die Realität aus? Wir klären das für euch. Los geht's. Hallo, ich bin der Chris von Testellen und wir sind ein junges Unternehmen, das Bewerber individuell auf ihren Einstellungstest vorbereitet. Wenn du also mehr dazu wissen möchtest, wie du dich perfekt auf dein Auswahlverfahren vorbereiten kannst, dann schau dir unbedingt mal in der Videobeschreibung die Links an. Dort haben wir dir eine Reihe von nützlichen Links zusammengestellt und noch mehr Infos dazu gibt es übrigens auch am Ende des Videos. Aber jetzt erstmal zurück zum Thema Gehalt bei der Polizei. Gerade Polizisten in Deutschland werden gut bezahlt und dürfen sich über einen krisensicheren Job freuen. Doch nicht jeder verdient hierbei das Gleiche. Mitarbeiter in der Polizei oder andere Beamte in Deutschland befinden sich in verschiedenen Besoldungsgruppen. Je nach Besoldungsgruppe gibt es dann weitere Stufen, die durch die Dienstjahre erreicht werden. Und wichtig zu wissen, die Besoldung unterscheidet sich auch je nach Bundesland. Generell verdienen Beamte im Osten etwas weniger als im Westen. Diesbezüglich muss man jedoch auch sagen, dass im Osten natürlich auch die Lebenserhaltungskosten ein bisschen niedriger sind. Auch das Gehalt während der Ausbildung zum Polizisten unterscheidet sich je nach Laufbahn und nach Bundesland. Im mittleren Dienst zum Beispiel sind es ungefähr 880 bis 1200 Euro netto. In der Ausbildung zum gehobenen Dienst sind es da bereits 1000 bis 1400 Euro. Nach Abschluss des vorbereitenden Dienstes und der Grundausbildung befindest du dich dann im Einstiegsamt und hältst einen Anwärtergrundbetrag. In den Besoldungsgruppen A3 und A4 liegt der Grundbetrag dann zum Beispiel bei 1189 Euro, wenn du bei der Polizei in Bayern beschäftigt bist. Bei der Polizei in Berlin sind es wiederum 1106 Euro. Als Polizeimeister wiederum wirst du nach Besoldungsgruppe A7 bezahlt. In den ersten 2 Jahren bekommst du dann in Bayern 2603 Euro und im dritten und vierten Jahr bekommst du nochmal 80 Euro obendrauf. In der Besoldungsgruppe A10 befinden sich die Polizeioberkommissare. In Bayern beträgt dann deren Grundgehalt in den ersten 2 Jahren ungefähr 3024 Euro und in Berlin 2812 Euro. Im 10. Dienstjahr bekommen Polizeioberkommissare in Bayern 3445 Euro, während es in Berlin 3327 Euro sind. Das höchste Amt im gehobenen Dienst bekleidet übrigens der erste Polizeihauptkommissar. Dieser erhält dann in Bayern zu Beginn 4579 Euro, der erste Polizeihauptkommissar in Berlin bekommt hingegen lediglich 4090 Euro. Ja, und dann wäre da natürlich noch der höhere Dienst. Der leitende Polizeidirektor in der Besoldungsgruppe A16 zum Beispiel kann in Bayern je nach der Anzahl seiner Dienstjahre ungefähr mit einem Grundgehalt von bis zu 7542 Euro rechnen. In Berlin sind es dann 7415 Euro. Okay, das waren jetzt erstmal genug Zahlen. Allerhöchste Zeit, dass wir uns auch mal etwas die Aufstiegschancen etwas genauer anschauen. Nicht nur die Dienstjahre spielen bei der Besoldung von Polizisten eine Rolle, sondern ebenso Weiterbildungen und vielleicht abgeschlossene Studiengänge. Du kannst also einerseits durch deine Dienstjahre in höhere Lohngruppen aufsteigen und andererseits durch deine Leistung und durch deine Qualifikation. Wichtig hierbei, auch wenn du das Gefühl hast, dass dein Einkommen nicht wirklich ausreicht, kannst du nicht einfach so einen weiteren Job annehmen oder nebenher selbstständig arbeiten. Dafür brauchst du dann die Genehmigung deiner Vorgesetzten und hierzu gilt es zu beachten, dass Berufe wie beispielsweise Türsteher oder Detektiv nicht zugelassen werden. Die Gründe dafür sind vielfältig, aber das ist das Thema eines anderen Videos. Wenn du dich dann für eine Karriere bei der Polizei entschieden hast, schau dir unbedingt mal genauer unsere Testtrainer an. Mit unseren Testtrainern bereiten wir dich auf alle relevanten Themen des Auswahlverfahrens vor und unterstützen dich mit Beispielaufgaben, Lösungswegen und Tipps und Tricks rund um deine Prüfung. Gleichzeitig ermöglichen wir dir den Austausch mit zahlreichen anderen Bewerbern, damit du noch sicherer und optimal vorbereitet in dein Auswahlverfahren gehen kannst. Alle Infos dazu findest du in der Videobeschreibung. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass sehr gerne einen Daumen nach oben da und abonniere unseren Kanal, um keine Videos mehr rund um deinen Traumberuf zu verpassen. Wir von Testhelden wünschen dir auf jeden Fall schon mal ganz viel Erfolg für deine Prüfung und heißen dich ganz herzlich willkommen in der Testhelden Community.